Heute spreche ich darüber, wie du zur Pleasure Queen deines Lebens werden kannst. Und zwar, ich beginne ganz am Anfang, bei den ersten Schritten, die du machen kannst. Und zwar, wenn es darum geht, wenn du in der Position bist und du sagst, Sexualität ist ein Thema für mich, Genuss, im Körper sein, Körperbewusstsein ist ein Thema für mich, kommt immer wieder zu mir, verschiedenen Ecken und Art und Weisen. Und ich weiß nicht so recht, wie ich anfangen soll. Was sind die ersten Schritte? Ich erzähle dir von meiner Erfahrung, meiner persönlichen Erfahrung, der Erfahrung, die ich mit Klientinnen mache, was sehr, sehr gut meiner Meinung nach funktioniert. Kurz zu mir, ich bin Maria Hubmann. Ich unterstütze Frauen darin, ihre Sexualität neu zu entfachen, empfinden, neu zu entdecken, sich wohler zu fühlen in ihrem Körper und dadurch eine neue Selbstsicherheit und auch Freiheit zu entwickeln. Was sind die essentiellen Zutaten auf deinem Weg zur Königin deines Genusses? Für mich, wie ich ganz essentiell ist Sicherheit. Dass du dich sicher fühlst, nicht nur in deiner Umgebung, sondern auch in deinem sozialen Gefüge und in deinem Körper. Und deswegen möchte ich dir ans Herz legen, wenn du sagst, du möchtest dich körperlich und sexuell neu erfinden oder neu entdecken und deine bisherigen Grenzen ein bisschen ausloten und ein bisschen rausdrücken, ist, dass der erste Schritt ist, such dir einen Platz, wo du dich sicher fühlst. Und für mich war das, dass ich ins Wohnzimmer oder ins Schlafzimmer gegangen bin, die Tür zugemacht, mir die Decken hergerichtet, wenn mein Partner zu Hause war, ganz klar kommuniziert, ich brauche jetzt eine Stunde für mich und bitte gib mir meine Privatsphäre. Es ist auch sehr hilfreich, wenn du sagst, du möchtest lieber alleine zu Hause sein, schließt alle Türen ab und du weißt, niemand schaut dir zu und niemand hört dir zu. Also quasi, es ist niemand da, um dich zu beurteilen, sondern du bist ganz, ganz alleine und für dich und kannst dich auch wirklich auf dich konzentrieren. Und bei allem, was du tust, möchte ich dir ans Herz legen, das mit Neugierde und Experimentierfreude anzugehen. Und zwar mit der Idee, dass es immer was zu entdecken gibt. Und es gibt immer was zu entdecken. Und wenn es nur ist, dass du merkst, okay, du hast da so eine kleine Stelle und die fühlt sich ganz, ganz gut an. Und das wusstest du bis jetzt noch nicht. Und ich lade dich ein zu experimentieren. Und zwar mit der Stärke des Drucks, wenn du dich berührst oder mit der Art und Weise. Vielleicht Körperstellen, wo du sagst, oh, da, die kenne ich noch nicht so wirklich gut. Da darf man nicht hingreifen oder da darf man nicht so genau hinschauen. Zu sagen, okay, ich nehme mir das heute vor und gehe so einen ganzen klitzekleinen Schritt weiter und sage, okay, das schaue ich mir heute genauer an. Oder da mache ich die Augen zu und spüre mal hin und so. Ja, so fühlt sich das an. Einfach mal ausprobieren, neugierig sein und experimentieren und offen sein für das. Und wenn rauskommt, das magst du gar nicht, dann hast du auch was gelernt. Ne? wenn du eine Intention und eine quasi Agenda inkludieren möchtest, dann würde ich vorschlagen, dass es die sein sollte, zu sagen, neugierig zu sein und aber auch langsam zu sein. Und Langsamkeit bringt gerade in unserer sehr, sehr hektischen Zeit und sehr, sehr effizient bezogenen Gesellschaft ganz, ganz viele neue Qualitäten mit sich, die wir gar nicht so kennen oft. Und zu sagen, naja, langsam ist einfach nur langsamer.
Nein, da würde ich so nicht sagen, sondern langsam bringt neue Qualitäten und eröffnet Möglichkeiten des Empfindens und des Spürens, die sonst einfach übersehen werden oder überfühlt werden. Und deswegen lege ich dir ans Herz, neben Sicherheit und Experimentierfreude auch die Langsamkeit einzubauen in deine Entdeckungsreise mit dir selbst. Und zu guter Letzt uns quasi als Stirn von allen Empfindungen und allen Experimentierens lade ich dich ein, diese Erfahrungen so anzugehen, im Sinne von alles darf sein und alles, was du empfindest, darf sein und hat einen Platz. Und andererseits zu sagen, nichts muss sein. Das heißt, keine Agenda zu fahren und nicht zu sagen, okay, ich muss das empfinden und ich muss neue orgasmische, ekstatische Empfindungen heute am Nachmittag empfinden. Zu sagen, nein, vielleicht ist es sehr unspektakulär, was sich anfühlt. Und das darf sein, weil jedes Mal ist anders. Und jeden Tag fühlt sich dein Körper anders an und jeden Tag wirst du neue Erfahrungen machen und neue Qualitäten an dir in deinem Körper entdecken. Und das ist das Spannende dran. Ja, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir in die Kommentare schreibst, erstens, ob du was anfangen kannst mit den Tipps, wenn du es machst, wie es dir damit gegangen ist, was dir leicht fällt, was dir schwer fällt und auch schreib mir, wovon du mehr erfahren möchtest. Darf es mehr in den Genuss gehen, in die orgasmische Richtung? Darf es mehr, möchtest du mehr über Emotionen erfahren, über Körperempfinden, über Entscheidungen treffen, über Consent, also um deine Grenzen. Schreib mir einfach, was dich interessiert. Ich freue mich auf dich. Ciao.